Ich heiße Jnana Chandra und ich gehöre dem buddhistischen Orden Triratna an. Und das ist eine Ordensgemeinschaft, die noch gar nicht so alt ist. Das ist eine recht junge Ordensgemeinschaft in der buddhistischen Tradition. Wir sind erst in den 60er Jahren gegründet worden. Und was für mich das bedeutet, ordiniert zu sein, ist, ich bin dadurch keine Priesterin oder nicht irgendwas Besonderes. Ich bin einfach nur jemand, der ernsthaft der buddhistischen Lehre folgt. Wirklich ernsthaft. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, der buddhistischen Lehre zu folgen. Und ich weiß einfach, dass ich dafür einen Kontext von menschlichen Beziehungen brauche. Und im Orden zu sein, für mich heißt, diese menschlichen Beziehungen sehr explizit gemacht zu haben mit meinen Brüdern und Schwestern im Triratna-Orden. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich Freundinnen habe, die mich schon seit 20 Jahren kennen und die mit mir auf dem buddhistischen Übungsweg sind. Und die mich kennen, meine Schwächen kennen, meine Stärken kennen. Ich kenne deren Stärken und Schwächen. Wir können uns wirklich unterstützen in unserer spirituellen Übung. Manchmal ist das so, wenn man anfängt zu praktizieren, ist das alles sehr exotisch und schön und spannend. Aber wenn man dann nach vielen Jahren immer weitergeht, manchmal kommt man an schwierige Punkte, wo man merkt, oh, man weiß nicht mehr so richtig, wie es weitergeht. Und dann in einem wirklichen Kontext von menschlichen Beziehungen zu stehen, von verbindlichen menschlichen Beziehungen, ist für mich eine Riesenunterstützung. Und für mich ist der Orden das, wirklich langfristige Freundschaften, wo auch Menschen ein Stück weiter sind als ich teilweise und mich unterstützen können.